Hey und ganz herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich fliege heute, also jetzt gleich, nach Kroatien mit meiner besten Freundin. Und ja, ich habe hier meinen Koffer schon und da mein Handgepäck. Und ja, dann würde ich sagen, let's begin. Jetzt schon am Gate und es dauert nicht mehr lange, bis wir hier kommen. Eine Stunde. Ja, also bis Boarding. Wir haben jetzt kurze Hosen an und haben uns jetzt umgezogen und es dauert nicht mehr lange. Ich glaube, wir haben schon unsere Reiseflughöhe verlassen. Und ja, noch 20 Minuten. Ja. Es ist nicht nur so ein bisschen windig, es ist ein bisschen sehr windig. Also wir gehen jetzt gerade da in so ein Dings rein. Also in den Eingang. Ja, in den Eingang. Wir sind so froh, dass wir unsere kurzen Hosen anhaben. Und ja, das hat sich richtig gelohnt. Koffer, let's go! Also ich bin gerade beim Papa, weil Tete gerade. Floor Flava. Ja, wir warten hier jetzt gerade. Bis Sora mit dem Auto. Ja, und dann, dass wir dann fahren können. Wir sind in Kroatien. Wir sitzen jetzt im Auto und es geht komisch den Berg hoch. Und ja, super cool hier. Man hat jetzt so voll viel abgebrannt. Ja, weil es so heiß war und nicht geregnet. Hallöchen! Hallo! Was hast du für mir nicht aufgetan? Also, ich habe so Himbeer-Schokoladenkekse von Milka. Und wir wollten jetzt noch diesen Fruit Mix. Also, das ist, glaube ich, sowas wie Mango, wie Mauern. Und ja, wir wollen jetzt mal weiter hier so gucken, was es so gibt. Wie eine kroatische Candy Challenge machen. Wir sind jetzt wieder hier im Haus, haben dann was gerade zu trinken bekommen und packen jetzt unsere Koffer aus, nachdem wir einkaufen waren. Jetzt so ein Getränk. Und ja, wir haben gerade gesagt, so, dass der dieser Traktor, der lang gefahren ist, der ist hier jetzt schon zweimal lang gefahren, dass der so voll so aussieht wie der Traktor von der Sendung von der kleine rote Traktor. Wir haben jetzt eben noch draußen so Skippo gespielt und wir liegen hier jetzt nur noch und ja, ich schneide jetzt noch das Video und Titi liest. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und dann würde ich sagen, peace.